Klein und groß begeistern sich seit jeher für die Saga von Harry Potter. In der Tat ist dabei die Altersspanne sehr breit, sodass man hier eigentlich kein typisches Alter nennen kann. Wenn man bedenkt, dass die Buchreihe ursprünglich als Kinder- und Jugendbuchreihe gedacht war, kann man sich aber das ein oder andere Mal denken, ob Harry Potter wirklich so kindergeeignet ist. Denn während der erste Film zunächst in Deutschland ab 6 Jahren freigegeben wurde, wurde dies später geändert und die anderen Teile gab es dann ab 12 Jahren Altersempfehlung. Man sieht also, dass sich die Geister bereits mit der Veröffentlichung der Teile hinsichtlich der Altersfreigabe gestritten haben. Es gibt aber definitiv Szenen, die nicht für Kinder geeignet sind. Hier erfahrt ihr, welche das sind. Harry Potter, ich will, dass du mich ansiehst, wenn ich dich töte. Ich will sehen, wie das Licht in deinen Augen erlischt. Wenn du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, zeige es uns mit einem Daumen nach oben, abonniere sehenswert und sei gespannt auf die nächsten Videos. Die Nacktszene in Die Heiligtümer des Todes. Als Harry, Ron und Hermine auf der Suche nach den Horcruxen sind, kann sich eine langsame, aber sichere Spaltung der drei Freunde erkennen lassen. Nicht zuletzt aufgrund des Horcruxes, der anscheinend eine negative Macht auf den jeweiligen Träger auszuüben vermag. So überkommen Ron nach und nach Eifersuchtsgefühle. In einer Szene können wir sogar sehen, als Ron den Horcrux zerstören möchte, wie Harry und Hermine sich nackt umschlungen leidenschaftlich küssen. All das ist natürlich nur eine Halluzination und nicht echt. Aber für viele Erwachsene war diese Szene absolut nicht in Ordnung. Nicht im moralischen Sinne, sondern deshalb, weil viele Erwachsene der Meinung waren, dass diese Szene alles andere als jugendfrei sei. Hier muss man aber einwenden, denn natürlich sind die ersten Teile von Harry Potter für Kinder gedacht. Der erste Teil wurde zum Beispiel bereits ab 6 Jahren freigegeben, später wurden die Altersfreigaben dann auf 12 Jahren erhöht und das auch zu Recht. Selbst die Buchreihe wurde so konzipiert, dass die Leser mit den Harry Potter Büchern mitwachsen können. Einen 10-Jährigen werden andere Dinge interessieren als einen 14-Jährigen. Genau das hat J.K. Rowling gewusst. Und dass auch im Leben eines Teenagers Sexualität eine Rolle spielt, ist nur natürlich. Selbstverständlich ist dann natürlich auch der letzte Harry Potter Teil an sich nicht für Kinder gedacht, sondern eben für die Generation, die Harry Potter von Anfang an miterlebt hat. Harrys schreckliche Kindheit. Wohl jeder war schockiert darüber, wie Harrys Kindheit verlaufen ist, bevor er endlich in Hogwarts einen Neuanfang starten konnte. Bei seinem Onkel und seiner Tante hat in der Tat kein Luxusleben auf ihn gewartet. In der Besenkammer zu wohnen und nicht einmal Geburtstagsgeschenke zu bekommen, sind nur wenige Dinge, die man aufzählen kann, die aber immer noch beweisen, dass sich die Dursleys einfach wirklich nicht um Harry gekümmert haben und ihn viel mehr als einen Parasiten betrachtet haben. Natürlich wissen auch Kinder, dass es nicht in jeder Familie rosig verläuft und dass es leider so traurige Fälle wie den von Harry gibt. Aber es gibt eine Sache in der Harry Potter Saga, bei der man sich wirklich fragen kann, musste das wirklich sein? Gemeint ist hier der Moment, in dem Dumbledore Harry in die Obhut seines Onkels und seiner Tante gibt. Er hat von Anfang an gewusst, wie die Dursleys ticken und sogar Professor McGonagall hat ihn noch kurz bevor er Harry weggegeben hat, noch einmal sehr skeptisch gefragt, ob er sich auch wirklich sicher ist, dass er Harry ausgerechnet bei dieser Familie lassen möchte. Dumbledore hat dann davon gesprochen, dass das die einzige Familie ist, die Harry nach dem Tod seiner Eltern noch bleibt. Vielleicht ist das biologisch gesehen wahr, aber ist Familie nicht viel mehr als nur Blutsverwandtschaft? Man hat ihnen jedenfalls nicht angemerkt, dass sie Harry als ein Familienmitglied betrachten. Im Gegenteil, er war für sie immer nur lästig und sie hätten ihn am liebsten überhaupt nicht bei sich gehabt. Das Schlimme hierbei ist, die Dursleys werden am Ende auch gar nicht wirklich dafür bestraft, was sie Harry angetan haben. Klar spielt Harry den ein oder anderen Streich, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was sie ihm all die Jahre angetan haben. Kinder können so den Eindruck haben, dass man als Erwachsener einfach so ungeschoren davonkommt, wenn man Kinder nicht gut behandelt. Und das sollte auf jeden Fall verhindert werden, auch in einer Filmsaga. Dumbledore hat sich zwar schon sehr oft für Harry eingesetzt und ihn mit seinen Kräften beschützt, trotzdem hätte er Harry so eine Kindheit ersparen können, indem er einfach eine andere Familie ausgewählt hätte, eine zum Beispiel, die gern ein Waisenkind aufnimmt und dieses wie ihr eigenes behandelt. Das hätte Harry viel Ärger erspart. Gefährliche Bestrafungen. Einen Versuch unternehmen, Potter beizustehen.
Hat er eine Strafe zu erwarten? Vielleicht hat der ein oder andere schon einmal von seinen Großeltern erzählt bekommen, dass es damals in der Schulzeit üblich war, dass der Lehrer zur Strafe auch einmal handgreiflich werden durfte oder Strafen angewendet hat, die heute nur noch unvorstellbar wären. So ähnlich ist das Ganze aber auch bei Harry Potter. Viele Bestrafungen sind sehr fragwürdig und man sollte sich fragen, ob dies nicht gerade für die jüngeren Zuschauer etwas verschreckend wirken kann. So mussten Harry und seine Freunde nachts in den verbotenen Wald, wo unheimliche Kreaturen lauern, weil sie nachts im Schulgebäude herumgelaufen sind. Und solche Strafen scheinen in Hogwarts üblich zu sein, auch wenn sie von eigentlich sehr netten und hilfsbereiten Professoren aufgetragen werden. Genauso sieht es mit den Bestrafungen von Dolores Umbridge aus, wohingegen man bei ihr auch noch sagen muss, dass es jedem klar sein sollte, dass sie wohl die schrecklichste und unsympathischste Lehrerin aller Zeiten ist. Die Dementoren. Die Dementoren gehören wohl zu den furchterregendsten Kreaturen in der Zaubererwelt von Harry Potter. Während die meisten Kreaturen in der Saga aus Folkloregeschichten auf der ganzen Welt stammen, wie der Basilisk, Zentauren, Werwölfe und Einhörner, sind die Dementoren eine eigene Erfindung von J.K. Rowling. Die Dementoren ernähren sich von den positiven Emotionen ihrer Opfer, bis ihnen alle Lebensenergie entzogen wird. Dazu zwingen sie sie, ihre schlimmsten Erinnerungen noch einmal zu durchleben und ihre dunkelsten Gedanken heraufzubeschwören. Die Opfer fallen oft in eine tiefe Depression oder sogar in den Wahnsinn. Unter ihren Kapuzen haben die Dementoren eine gräuliche, faulige Haut, ihre Augenhöhlen sind leer, sie sind also blind und nur ein klaffendes Loch dient ihnen als Mund, mit dem sie die Seelen ihrer Opfer aussaugen. Die Dementoren können nicht getötet werden, der einzige bekannte wirksame Schutz gegen sie ist der Patronus-Zauber, da er eine positive Kraft darstellt, voller Hoffnung und Glück. Wir kennen die Dementoren vor allem durch einen Ort, Azkaban. Die Festung Azkaban gibt es seit dem 15. Jahrhundert. Es war ursprünglich die Heimat eines wenig bekannten dunklen Magiers namens Exquisites. Er war offensichtlich ein extrem mächtiger Zauberer und praktizierte die schlimmsten Formen der dunklen Magie. Entschlossen, die Lage der Insel geheim zu halten, hatte Exquisites sie mit einem Tarnzauber belegt, der sie für Muggel und Zauberer gleichermaßen unkenntlich machte. Der Mann war wahnsinnig und lebte allein in einer abgelegenen Festung mitten in der Nordsee und genoss es, Muggelsegler anzulocken, zu foltern und zum Spaß zu töten. Im Laufe der Zeit vertiefte er sich so sehr in seine magischen Experimente, dass er den Verstand verlor. Niemand weiß genau, wie die Dementoren entstanden sind, ob es sich um einen Zufall oder um Absicht handelte. Sicher ist, dass der dunkle Magier jahrzehntelang in seinem Versteck seine verbotenen Experimente fortsetzte. Die Dementoren haben ihn nicht gestört, noch haben sie versucht, ihn anzugreifen oder seine Seele auszusaugen. Erst nach Exquisites Tod, als der Tarnzauber aufgehoben wurde, entdeckte das Zaubereiministerium die Existenz der Insel, die von monströsen, nie zuvor gesehenen Kreaturen befallen war. Den Dementoren. Viele Jahre später, wie wir wissen, diente der Ort als Gefängnis für Zauberer. Wenn man bedenkt, dass J.K. Rowling die Dementoren erschaffen hat, weil sie diese als ein Symbol ihrer Depression angesehen hat, dann kann man sich schon denken, dass diese eine sehr dunkle Natur haben. Aber vor allem in den Filmen sind diese Gestalten sehr gruselig, vor allem für Kinder. Die Szene, in der Dementoren Harry und seinem Cousin nachjagen und seinem Cousin fast alles Leben ausgehaucht wird, kann dabei besonders verstörend für Kinder sein. Das Problem bei den Harry Potter Teilen ist eben, dass sie mit den Kindern mitwachsen. Aber jemand, der beispielsweise mit 9 Jahren anfängt, Harry Potter zu lesen bzw. zu schauen, wird sicherlich nicht warten, bis er alt genug ist, um die darauffolgenden Teile zu lesen bzw. anzusehen. Meistens ist es ja so, dass, wenn man an einer Saga Gefallen gefunden hat, dass man diese dann auch kontinuierlich weiterlesen bzw. weiterschaut, bis die Saga eben zu Ende ist. Dieser Altersunterschied zwischen den Büchern mag also vielleicht bei den ersten Harry Potter Fans geklappt haben, weil eben die anderen Teile noch nicht erschienen sind und sie dementsprechend warten mussten. Das Ganze klappt aber nicht mehr bei jüngeren Generationen, die eben alle Teile auf einmal zur Verfügung haben, weshalb man hier auch verdeutlichen muss, dass die Gestalten der Dementoren definitiv nicht für jüngere Kinder geeignet sind. Snape mobbt seine Schüler. Snape gehört wohl zu den interessantesten, aber auch zu den umstrittensten Personen in der Harry Potter Saga. Wir bekommen schnell mit, dass er gerne über andere Schüler herzieht und auch kein Problem damit hat, diese vor allen anderen zu schikanieren. Einerseits spiegelt das auch ein Stück weit die Realität wider, da man weiß, dass es immer Lehrer geben wird, die großen Gefallen daran finden werden, sich an Schülern auszulassen. Für Kinder ist es vielleicht doch etwas verstörend zu sehen, wie Snape sich auch an unschuldigen Schülern böse auslässt, wie zum Beispiel bei Neville Longbottom.
In Harry Potter und der Feuerkelch bekommt man sogar mit, wie er einen Artikel über Hermine laut vorliest, obwohl Hermine ohnehin schon gedemütigt ist. Natürlich hat Snape hier gewusst, dass der Artikel Hermine gekränkt hat, und das hat er demnach nur aus seinem eigenen Gefallen herausgetan. Wenn nun jüngere Leser bzw. Zuschauer solche Szenen miterleben, können diese schnell denken, dass es normal ist, dass böses Verhalten alltäglich ist und dass man dagegen einfach nichts machen kann, was definitiv nicht stimmt. Die maulende Myrte. Die maulende Myrte hat ein etwas unangemessenes Verhalten für eine Familiensaga, allen voran für jüngere Zuschauer. In Harry Potter und der Feuerkelch stürzt sie sich in die Badewanne, in der Harry Potter gerade badet. Natürlich hat sie da an die ein oder andere intime Stelle geschaut, was beweist, dass sie eigentlich ziemlich pervers ist. Auch ihre Blicke zeigen, dass sie ziemlich angetan von Harry Potter ist, was das Ganze nicht gerade besser macht. Also diese lüsternen Anspielungen sind definitiv nicht für Kinder gedacht. Liebestränke, die an jedermann verkauft werden. In Harry Potter ist nichts einfacher, als sich seinen eigenen Schwarm zu angeln, dank der Zaubertränke. Man muss nur zum Laden der Weasley-Brüder gehen und einen Liebestrank kaufen. Das etwas Unmoralische dabei ist, dass es eben immer klappt und man schnell den Gedanken hat, dass man mit Zauberei alles haben kann, sogar die Liebe eines Menschen, was nicht gerade sehr schön ist. Tod und Folter. Harry Potter kommt nur selten ohne Gewalt und Tod aus, was eigentlich das größte Argument dafür ist, dass die Saga nicht gerade für Kinder gemacht ist. Es gibt viele Fans, die meinen, dass der Tod von Cedric Diggory eine Art Wendepunkt in der Saga markiert, denn ab hier soll die Saga dunkler und auch gewalttätiger werden. Wenn man aber bedenkt, dass bereits im ersten Teil Lord Voldemort im Hinterkopf von Professor Quirrell gewohnt hat, dann merkt man schnell, dass diese Grausamkeit nicht erst dort beginnt. Daneben muss man natürlich auch erwähnen, dass sehr viele Zauberer und Muggel in der Saga gefoltert werden, ganz zu schweigen von den unverzeihlichen Flüchen, die vor allem die Todesser gerne anwenden. Auch der Tod vieler geliebter Figuren wie der von Dumbledore, der von Sirius Black oder der von Severus Snape sind sehr grausam dargestellt, vielleicht zu grausam für jüngere Zuschauer. Wenn es um die Altersfreigabe von Filmen geht, wird es immer unterschiedliche Meinungen geben. Teilweise kommt es auch auf die individuelle Reife der einzelnen Kinder bzw. Jugendlichen an. Was aber klar ist, ist, dass Harry Potter in jedem Teil an Düsternis gewinnt und nicht für sehr junge Harry Potter-Fans gedacht ist. Hättet ihr alle Harry Potter-Teile bereits als noch unter 12-Jährige anschauen können? Abonniert unseren Kanal für mehr Videos wie dieses, gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gern mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald!